Willkommen zurück zum letzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga gegen Dortmund. Und Augustinsson hat eine rote Karte im letzten Spiel gegen Hoffenheim bekommen. Sehr, sehr ärgerlich eigentlich für ihn. Zumindest ist er jetzt beim letzten Spiel nicht dabei. Das heißt, wir müssen natürlich entsprechend auch gleich unsere Aufstellung anpassen. So, wir schicken jetzt nochmal diese Boys auf den Platz letztendlich. Und naja, siehst du, Meier und so, das geht ja eigentlich schon viel, viel besser. Ah, muss ich mal eben anders hinsetzen, damit ich auch entspannt bin. So, gleich haben wir es. Keine technischen Probleme. So, okay. Also Meier hat ein A, Schmidt ein B, die anderen Arbeitsverweigerung. Aber soll uns jetzt nicht stören. Wir gucken nochmal auf die Tabelle. Was hat sich jetzt unten getan? Ja, also ich sag mal, es steht auf jeden Fall jetzt fest. Unten die Absteiger. Ingolstadt war klar. Freiburg auch klar. Und Darmstadt. Hat jetzt im Prinzip no chance mehr letztendlich jetzt durch, auch wenn sie jetzt das letzte Spiel gewinnen, irgendwie noch drin zu bleiben. Man hat den Relegationsplatz, das ist sicherlich immer noch besser als Freiburg und Ingolstadt, die direkt abgestiegen sind. Leipzig bleibt drin und Hoffenheim dank der Niederlage gegen uns ein bisschen abgerutscht, ein Platz aber auch weiterhin safe in der Bundesliga. Oben, was hat sich da getan? Wir haben unsere 5 Punkte Vorsprung gehalten. Das heißt, der Meistertitel ist auf jeden Fall im Sack. Champions League ist soweit auch Plätze sind vergeben. Bayern 04, Leverkusen, Bayern und Schalke 04. Ansonsten haben wir noch Dortmund und Wolfsburg auf Platz 5 und 6. Wie gesagt, ein Spiel ist ja noch, aber rein theoretisch, wie man sieht hier, sind schon die Punkte relativ eng. Erst ab Platz, ja doch, also man doch sieht 5 bis, na doch, Dortmund ist eigentlich safe, da kann eigentlich nichts mehr passieren, höchstens sie rutschen auf Platz 6 ab. Aber egal, das ist soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Wir wollen sehen, dass wir hier das letzte Saisonspiel auf jeden Fall gut abschließen. Auswärts gegen Dortmund sicherlich nicht einfach. Dortmund ja mit einer der Top-Mannschaften in dieser Saison und generell natürlich auch. So, was sagt sich jetzt Pizarro? Trainer, ich habe hin und her überlegt und viel mit meiner Familie gesprochen, aber ich denke, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, meine Karriere zu beenden. Ich würde gerne noch einmal vor unserem wundervollen Fans spielen und hoffen, dass sie mich im letzten Saisonspiel einsetzen. Das mache ich sehr gerne, Claudio. Also, Pizarro beendet seine tolle Karriere und da wollen wir ihm natürlich keine Weine in den Steg legen. Keine Steine in den Weg legen in dem Moment. Wir haben sogar Doppelpressekonferenz. Was ist da los? Bremen. Wir werden also gleich Claudio Pizarro bringen. Und er darf von Anfang an ran. Für ihn wird Benzia auf der Bank bleiben in dem Moment. Und das ist soweit. Der Spieltag kann losgehen. Problem selbst beheben und Änderung speichern. Das machen wir. Augustinsson ist leider gesperrt. Dafür kommt Bauer rein. Müssen wir hier auch ein bisschen umstellen. Dafür kommt dann er hier rein. Ach nee, warte, Hinrichs. So. Zumindest das haben wir jetzt schon mal gemacht. Und dann würde ich sagen, geht's einfach auch gleich los. Wir schauen jetzt mal, welche Spieler Platz sind. Teammanagement. Eigentlich alle ausgeruht. Benzia, wie gesagt, darf erstmal auf die Bank. Machen wir ihn Pizarro da. So, Sané hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen. Dafür bringen wir mal, machen wir ihn jetzt Moisander. Du darfst auch mal zeigen, was du kannst. Hajrović oder Gnabry. Machen wir es mal so. Gnabry darf auch noch mal zeigen, was er kann. Ansonsten Fritzi. Gut gespielt. Na gut, wir lassen ihn auch mal drin. Und dann geht es jetzt so quasi in den Bus quasi nach Dortmund. Ich sehe gerade schon Wetterschauer. Das heißt, das wird also ein Regenspiel werden zum Abschluss. Das ist natürlich nicht unbedingt schön, aber kann man nicht ändern. Eigentlich ja gar nicht schlecht für Werder, weil so regnerisch ist es ja oft ja mal im Norden oben. Und eigentlich spricht man denn ja so vom Werder-Wetter. Also vielleicht ein kleiner Vorteil von uns. Dortmund hat ja jetzt auch kein Stadion, was man wie auf Schalke letztendlich einfach auch schließen kann. Deswegen geht's jetzt los. Es kann losgehen und wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Wir, das sind Wolf Fuß und Frank Buschmann. Tag zusammen. Okay,
Okay, sieht man da jetzt auch irgendwie. Ah, da rechts war eine Ecke mit kleinen Werder-Fans. Ansonsten ist schon klar, Dortmund ist unser Haus, würde ich mal sagen. Sollte heute einfach so ähnlich. Sieht ja auch ein bisschen wie der Terminator, oder? Als man es mit der was heißt denn dem? Lange Haare, kurze Haare? Ja, knappe Sache. Spooky. Aber ich denke, sie werden heute ähnlich auftreten und sich erneut den Sieg holen. So, erste Saison, Meistertitel im Sack. Bremen ist natürlich bisher die Überraschung. Und da wollen wir uns natürlich auch nicht. Jetzt hier die Blöße geben im letzten Spiel. Dortmund will natürlich nicht noch abrutschen in irgendeiner Art und Weise, aber. Auch da sehe ich erstmal keine Veranlassung. Ich meine, die werden sicherlich verlieren gegen uns heute. Selbstsicherheit ist ja alles. Aber ansonsten für Dortmund auch eine gute Saison gewesen. Bobadilla, Dembele, Weigel, Rude. Guckt euch mal an, was die für eine Aufstellung haben. Richtig gut. Aber wahrscheinlich macht das ist die Aufgabe nicht leichter. Zeig doch mal unsere Aufstellung. Da sind die mitgereisten 250 Fans von Werder. Und da haben wir sie. Die Startaufstellung von Werder. So, also wir haben gewechselt, wie ihr mitgekriegt habt. Moisander spielt den Chef in der Innenverteidigung. Bauer ersetzt den rot gesperrten Augustinsson. Gnabry geht raus rechts auf die Seite für Hajrovic. Und vorne im Sturm haben wir Kruse und Pizarro. Pizza in seinem letzten Bundesligaspiel. Im April 1904. Und ich drücke mal die Daumen, dass das ein gutes Spiel wird. Spielte der BVB übrigens noch in der zweiten Liga und maximal 54.000. Bobadilla. Heute sind es über 80.000. So, auch die Dortmunder Fans wollen natürlich hier nochmal gegen den amtierenden Meister nochmal eine gute Leistung ihrer Mannschaft sehen. Also, wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Der Bälle. Rode, oh, kommt hier gut durch. Kommt jetzt der Eieieiei. Sehr aufmerksam, die Flanke gut abgefangen. Junge, was ist denn das hier? Schöner Pass auf Kruse. Oh, da will man Pizarro. Oh, nein, Pizarro ist verletzt. Nein, Pizza. So. Scheiße. Bricht er sich im letzten Spiel noch den Arm, ey. Kann aber noch irgendwie hinterher traben. Jetzt achte ich gar nicht so auf das Spiel, wenn mir auf Pizarro geachtet, was der jetzt gemacht hat. Dembele. Oh. Leute. Nein. Haut die Pille weg. Mann. Wo ist denn Pizarro? Amiri. Oh. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Ecke. Ah, okay, jetzt können wir es nochmal probieren. Diesmal weiß ich ja, wie es geht. Wir nehmen uns Hajrovic. Wo ist Hajrovic? Ach, Hajrovic spielt ja gar nicht. Verdammt, nein. Wen haben wir denn noch bei der Fee? Okay, lassen wir mal Amiri. Wie soll das denn jetzt gehen? Warte. Der muss doch anders stehen. Kann er sich nicht anders stehen? Oh, okay. Na ja. Wir vergessen das einfach mal. Das muss ich wahrscheinlich nochmal irgendwie üben. Ich hätte jetzt gehofft, dass wir mal so ein Tor mal hinkriegen. Direkt von der Ecke verwandelt, aber es soll einfach nicht sein. Kümmern wir uns derweil hier mal um Durm. Moisander, schön gemacht. Versucht hier Pizarro anzuspielen und der kommt durch. Pizarro. Nein. Nein. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Oh, was macht Pizarro denn da? Rückpass auf Reus. Das darf man doch nicht. Bobadilla ist durch. Ah, Jungs. Nein. Oh. Jesus. Okay, also ich will noch mal ein Highlight-Spiel so jetzt zum Ende der Saison hin. Latte. Oh Mann, ey.
So, jetzt Spielaufbau, Moisander. Verliert den Ball gegen Bobadilla, das kann doch nicht angehen, ey. Und ist auch noch verletzt. Und da ist passiert. 1:0 durch Raul Bobadilla. Oh Mann, wie ärgerlich ist das denn, ey. Aber no chance für Meier. Präzise, sauber und hart geschossen. Ah, ärgerlich, ey, ärgerlich. So, wer ist jetzt verletzt? Moisander ist verletzt. Das ist, ach, ich habe keinen Innenverteidiger mit, oder? Nein. Kalulu soll ich dafür bringen? Wir bringen mal Galdamesh. Oh Mann! Jetzt der Wechsel. Er ersetzt den verletzten Spieler. Verdammt, ey. Ah, okay, das will man machen. Das ist halt einfach so. Dafür können wir selber mit dem Druck nicht umgehen, wie es aussieht. Gnabry. Das könnte gefährlich werden. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Pizarro. Ah, oh, verdammt. Mein Gott, wie ärgerlich ist das, ey. Gegen Dortmund, okay, da kannst du immer mal verlieren, aber weiß ich nicht. Das war jetzt auch einfach, boah. So, der neue Innenverteidiger Galdamesh. Leute, die überrennen uns ja hier. Wir müssen mal aufpassen. Auf Distanz halten. Kruse. Was macht er denn da? Pizarro! Oh, der Weinfeller beinahe mit dem Ball ins Tor geflogen. Meine Güte. Wir haben ja Chancen. Also das Spiel ist hier noch nicht verloren. Aber wir müssen uns hier mal so ein bisschen jetzt anstrengen. Power. Ah, okay. Gibt einen Wurf. Felix Paslak. Den spielt er in den Lauf. So. Sie suchen die Lücke. Mann, geht doch mal einer an einer. Muss ich unser Innenverteidiger? Soll ich den kleinen Kalulu als Innenverteidiger bringen? Oh, toll, FIFA. Nein! Oh, die tanzen uns aber auch aus, die Dortmunder. Ey. Das, da können wir echt mittlerweile vom Glück reden, dass es hier erst 1:0 steht. Den haut er mal deutlich daneben. Gnabry. Delaney. Schön gesehen. Der Angriff könnte was werden. Bappe. Oh, Mann, ey. Immer Bappe mit seinen Schüssen, ey. Na gut, wäre der reingegangen, wäre es natürlich auch toll gewesen. So, wir müssen jetzt mal ein bisschen offensiver hier spielen. Bappe klaut den Ball, aber es gibt einen Wurf. Ah, die erste Halbzeit, ey, Mann, ey. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass wir hier ein bisschen besser spielen eigentlich. Oh, Leute. Delaney hat hier alle Hände voll zu tun. Oh, Pizarro. Ah, bis jetzt auch eine gebrauchte Partie. Oh, das ist viel zu einfach, wie die uns hier ausspielen. Verdammt, was ist denn da los? Die Leichtigkeit ist dahin. Also mit so einer Leistung würde ich jetzt aber nicht den Meistertitel haben. So, Leute, totaler Angriff. Totaler Angriff. Gute erste Hälfte für den wir haben nichts mehr zu verlieren eigentlich. Geht's hier weiter. Ich möchte das letzte Spiel der Saison einfach nicht verlieren. Weigel. Totaler Angriff, jetzt das richtige Mittel dagegen ist. I don't know. Aber wir werden es jetzt einfach mal sehen. Er passt ihn auf den Flügel. Oh Mann, ey. Ganz geduldig auf Dembele. Okay, Sie das haben Tempo wir. Aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Gnabry. Er sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch... Oh Mann, ey, da hätte Galdamesh eigentlich noch mal ein bisschen mehr machen können draus. Ach, ich bin jetzt aber auch unzufrieden. Klasse, oh Mann. Kommt auch an den Ball. Reus. Jungs, Klasse, Jungs. Nicht wieder Bobadilla. Okay. Oh, was sind das hier für Pässe, Leute? Nee, der Ball geht daneben. Das kann er
100% Passgenauigkeit, alles klar. Sehe ich ein bisschen anders, aber... Also die Taktik von Dortmund geht auf jeden Fall auf. Früh stören. Und sie haben ihre Chancen. Und wie gesagt, momentan können wir von Glück reden, dass es hier erst 0:1 steht. Das Endspiel im deutschen Pokal rückt näher für Werder Bremen. Oh Mann, ey, genau. Das nächste Spiel ist dann ein Pokalendspiel gegen die Bayern. Mann. Sie suchen dran. In der Abwehr. Bauer. Sehr guter Einsatz. Es gibt okay. Und die Dortmunder haben jetzt natürlich auch Zeit. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Fritz. Pizarro, komm, Junge. Das könnte gefährlich werden. Lauf, 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 hol dir den Ball. Mach es, Junge. Pizarro. Ja! Oh, ist das schön für ihn, ey. Letztes Spiel in der Bundesliga und er macht ein, ja, doch relativ wichtiges Tor sogar auch noch, trifft auf jeden Fall in seinem Spiel. Das gucken wir uns nochmal an, da hat er sich gut durchgesetzt. Aber schon fast den Ball los und dann nochmal schön um den Pfosten gespitzelt. Pizarro, toll. Schönes Tor gemacht. Wir sind back in the game. Und jetzt vielleicht nochmal Schlussoffensive. Dann machen wir jetzt nochmal Folgendes. Wir nehmen mal Amiri raus und bringen dafür den kleinen Kalulu. Pizza lassen wir mal drin, damit er einfach auch wirklich sein letztes Spiel hier in der Bundesliga von Anfang bis Ende bestreiten kann. Ich hatte schon die Befürchtung, dass er sich ja in der ersten Halbzeit da wie verletzt hat, aber dem war Gott sei Dank nicht so. So, jetzt wird der Wechsel vollzogen. Jetzt taucht der kleine Kalulu auf, da oben ist er. Wir sind weiterhin auf totalen Angriff. Und... Oh Mann, ey. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sehr schön, die der Lenny. BVB will wechseln. Ah Mann, das war besonders ein Zuspiel, Pizzi. Was machst du denn, Pizza? Was machst du? Und direkt zurückgespielt. Komm schon, Kalulu. Ah, verdammt. Der Bille. Es ist viel zu einfach, wie die hier durchkommen, ey. Nein, 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 nein. Oh. Flanke war ein bisschen schlampig, deshalb kein Problem für die Verteidigung. Oh, geiler Mensch. Einsatz, aber kommt jetzt! Komm, Kalulu! Oh Mann, ey. Da war das Glück nicht auf unserer Seite. Weigel. Oh, Leute. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Nein! Weigel! Oh! Und hier sehen wir nochmal, wie knapp. Alter, der weint ja. Was hat der denn für eine Frisur? Ein Bart meine ich jetzt. Schaut ein bisschen kackiges aus, oder? Oh. Alter, das hätte es eigentlich sein müssen. Machen wir uns nichts vor, das hätte es eigentlich sein müssen. Und wieder die Dortmund am Angriff. Bobadilla! Nein! Oh, sehr schön. Das hätte gefährlich werden können. Pizarro. Scheint so, dass die Dortmunder wechseln wollen. Jetzt. Bappe. Lass dich nicht abdrängen, Junge. Ah! Scheiße. Warum kann man denn da nicht reinrutschen? Das hat geregnet. Der Boden ist doch so schön glitschig. Der hätte jetzt hier... Gnabry wahrscheinlich, ne? Jetzt hier rutsch, 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 rutsch. Ah, er guckt nur und läuft. Goddammit. Lernt ihr denn kein Rutschen im Training? Oh, ich muss, glaube ich, mal ein bisschen an der Taktik was ändern. Spielen jetzt mal ein bisschen ausgeglichener, ne? Damit wir hinten mal auch jemanden in der Abwehr haben. Oh! Sehr schön. 81. Minute, 1:1. Der aktuelle Spielstand hier, also 1:1. Und wir schauen mal voraus, Ramos. Als nächstes zu tun bekommen. Komm, Mayadin. Gar kein Problem. Oder ist der Torwart da? Er hält das Unentschieden fest. Oh. War es noch nicht mal einfach für uns? Verdammt. Gleich ist das Spiel vorbei, aber vielleicht gibt es ja vorher noch die Chance. Jungs. Das wäre dann der Siegtreffer, da lege ich mich fest. So. Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind es hier noch. So, die Lenny. Auf Gnabry. Abseits. Das könnte die Chance werden.
Oh, hat sich aber Pizarro nochmal gut rumgedreht, aber egal, war leider abseits. Knappe Entscheidung abseits, muss man dazu sagen. Schon. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ja! Pizzi! Das könnte die letzte Gelegenheit sein, wenn sie. Ah, kann der Ginter da noch seine Haxen reinhalten? Ne? Sonst wäre Kalulu, glaube ich, nochmal gut zum Schuss gekommen. Mann! Delaney. Lauf jemand! Fritzi! Der Uli! So, wir machen jetzt mal nochmal eine normale Ecke. Komm, Pizza, mach den Kopf mal rein! Das war's gewesen. Das Spiel ist zu Ende. Es bleibt hier beim 1:1. Dank Pizza machen wir hier noch den Ausgleich. Und wir sind Deutscher Meister. Jetzt ist es offiziell. Da liegen wir uns in den Armen. Galdamesh reingekommen für Moisander. Hat das versucht, so gut es geht zu machen. Und jetzt genießen wir einfach nur die Bilder hier der Meisterfeier. Wer hätte das, wie gesagt, gedacht? Erste Saison, Team aufgebaut, komplett teilweise neue Spieler integriert. Und wir sind Meister mit doch guten Punkteabstand. Ganz starke Leverkusener, immer im Nacken gewesen. Und gleich ist es soweit, wir reißen die Schale hoch. Konfetti! Konfetti! So, komm, Theo Gebrselassie darf hier die Schale gleich hochhalten. Da ist er. Und... oh, hey. Wir sind Deutscher Meister. Yes. Schade, dass es kein Heimspiel gewesen ist. Weil, ich sag mal, die 250 mitgereisten Fans sind jetzt hier natürlich aus dem Häuschen. Aber die Dortmunder Fans so, okay, wir gehen dann mal, ne? Sehr schön. So, das wirft natürlich schon jetzt Fragen auf. Diese junge Mannschaft, können wir sie so zusammenbehalten? Möchten Spieler vielleicht wechseln? So wie wir das jetzt auch mit Grilic hatten, der einfach auch den Verein verlassen wollte. Müssen wir uns irgendwo verbessern? Es steht im Prinzip ja die Titelverteidigung in der nächsten Saison an. Und natürlich auch noch die Champions League. Und zusätzlich auch noch die Belastung auch noch durch den DFB-Pokal. Da brauchen wir einen guten großen Kader. Weil die Spieler sicherlich platter sein werden als in dieser Saison. Und naja, wir werden mal schauen, was sich da so tut. Noch ist es ja nicht ganz vorbei. Diese Bundesliga-Saison ist zumindest beendet, aber es kommt ja noch der DFB-Pokal. Das Finale gegen die Bayern und dann könnten wir in unserem ersten Trainer ja hier bei Werder Bremen sogar das Double sogar schaffen. Aber wie gesagt, ein Spiel steht noch aus. Ich sage hier erstmal vielen Dank. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.